Willkommen, Friends, zu Pokémon Schwarz Edition Randomizer Nuzlocke. Ja, warum starten wir mit der fünften Generation und nicht mit der ersten? Ganz simpel, ich habe keinen Bock mehr auf Kanto, weil ich habe schon die Feuerrote Edition gespielt und die Blattgrüne sogar zweimal gespielt. Und jetzt auch letztens Pokémon Let's Go Evoli. Warum wir dann nicht mit der zweiten, dritten oder vierten starten? Keine Ahnung. So, das muss ich gerade machen. Jedenfalls starten wir jetzt in Mr. Spell. Randomizer bedeutet, dass alle Pokémon eben gerandomized sind. Das heißt, wir haben nicht die originalen Starter-Pokémon der Pokémon Schwarzen Edition. Die Trainer haben andere Pokémon. Und in freier Wildbahn treffen wir auch gerandomized Pokémon an. Das können aber nicht nur eben welche sein, die in Pokémon Schwarz normal vorkommen, sondern auch welche aus komplett anderen Generationen, die in diesem Spiel eigentlich nicht vorkommen. Nuzlocke bedeutet, das ist einfach eine Challenge. Es gibt zwei offizielle Regeln. Einmal, dass besiegte Pokémon als tot gelten und dass man auf jeder Route oder in jedem neuen Gebiet eben nur das erste Pokémon, das einem begegnet, fangen darf. Es gibt noch einige Zusatzregeln. Den könnt ihr auch im Internet nachlesen. Man muss sie nicht aufnehmen, man kann es. Einige nehme ich auf, einige nicht. Da könnt ihr mal unten in die Videobeschreibung gucken. Welche das sein wird. So, jetzt starten wir aber erstmal ins Let's Play. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin.
Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man sie beinahe überall, und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Forschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. Also mein YouTube-Namen, ja, der passt erstens nicht rein. Meinen richtigen Namen möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht nehmen. Der ist so Standard. Das heißt, ich nehme einen meiner vielen Spitznamen. Ja, ich habe tatsächlich sehr viele verschiedene Spitznamen, aber der aktuell ziemlich üblich ist, nehme ich jetzt Marius. So. Marius lautet dein Name, also ist das richtig? Ja. Das ist aber mal ein toller Name. Weiß ich doch. Gut, dann möchte ich jetzt nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann, okay? Dieser Junge hier heißt Sharon. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlich an, aber gibt immer ihr Bestes. Meine Tante. Grüße gerne raus. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mal gut zu, Marius. Von dem Augenblick an, an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ja. Mein Biolehrer. Grüße gehen raus, auch an ihn. Jetzt habe ich zu schnell übersprungen. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Great. Winter. Game Freak präsentiert. Pokémon Schwarze Edition. Die Randomizer Nuzlocke. Die hast du jetzt übrigens den ganzen Part auf. Marius. Professorin Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Belno wieder bleibt? Das weiß keiner so genau. Bin ich schon wieder zu spät? Entschuldigt bitte. Also wirklich, Bell, dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professorin Esche hat sie hergebracht, Marius. Also steht dir auch das erste Pokémon zu.
Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, maust euch schon und schau nach, was drin ist. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich auch nicht. Maus öffnet das Geschenkpaket. So. Da sind natürlich jetzt auch gerandomized Starter-Pokémon drin. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir 3 Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professorin Esche. Boah, die haben ja alle Namen in diesem Spiel. So. Wähle dein Pokémon aus. So, wir sehen jetzt auch hier rechts, hier sind die originalen Schatten. Ne, hier oben werdet ihr das sehen. Bei mir ist das ja so wegen dem Emulator hier links und rechts, das ist der Bildschirm, aber ich werde für euch ein Layout zusammenbasteln. Das heißt, bei euch wird es irgendwo hier oben sein. So, hier sehen wir schon die Schatten. Schatten der eigentlichen Starter-Pokémon. Aber hier haben wir jetzt Muschas, Pottot und Simvolara gerandomized. Und ich muss schon sagen, dieses Pokémon springt mich direkt an. Es ist einfach so komplett anders. Es ist nicht dieses Standardmäßige eines Starter-Pokémons, muss man schon sagen. Das heißt, ich entscheide mich für Simvolara. Also, ich nehme dieses Pokémon und... Ach, das sagt der Bill. Also, ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Hey! How come you get to pick out my Pokémon? Oh, never mind. I wanted this one from the start anyway. Warum zum Teufel ist das jetzt auf Englisch? So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's! Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hau mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Also Miles, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. So, ihr Pokémon ist auch gerandomized. Boah, jetzt muss ich mal echt die Brille absehen, Alter. Man sieht dadurch viel zu schlecht. So. Und zwar hat sie ein... Roselia. Roselia ist Typ Pflanze Gift. Das heißt, wir sind damit unserer Flugattacke schon mal sehr effektiv dabei. Weil Flug ist, macht doppelten Schaden gegen Pflanzengift. Ganz gekillt hat es sie noch nicht. So, Absorber, das heißt, die holt sich jetzt erstmal ein Stück Energie zurück von mir. Aber da das Ganze nicht sehr effektiv ist, oh, tu mein Pokémon doch nicht so weh. Na, warte, damit kommst du mir nicht davon. Ach ja, ein Windstoß noch und dann ist da doch sehr Geschichte. Das war's. Essen, ja! Entschuldigung. So, Roselia wurde besiegt, aber soweit ich weiß, müssen wir jetzt auch nochmal gegen... gegen Sharon, war's? Sharon, ja. Sharon hieß der andere, gegen den müssen wir jetzt auch nochmal kämpfen. So, und wer... steigen zu Level 6 auf und sind nah an der Grenze zu Level 7, haben nur 2 Damage genommen durch den Absorber.
Dein und mein Pokémon haben beide ihr Bestes gegeben. Ja, aber ich hatte natürlich leichtes Spiel, weil ich hatte in gewisser Weise halt. Nee, nicht nur in gewisser Weise, ich hatte auf jeden Fall den Typvorteil. Und was zum Teufel? Was ist so aus meinem Zimmer passiert? Wow, Marius! Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, jetzt schau dir doch bloß mal an das Zimmer an. Ja. Mein Zimmer. Hier liegt alles auf dem Boden. Was ich mich am meisten frage, wie sind bitte schön die Fußabdrücke an die Wand gekommen? Was? Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist jetzt nicht wütend, Mars, oder? Aufräumen! Bäh, die sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Wie? Wer hat das denn gemacht jetzt? Lass mich jetzt auch dein Pokémon halten, Marius. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Hat er irgend... Egal. Hey, Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch mal in deinen Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, ich bin schon heißer Brei, aber... Ja, viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch nicht anrichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönnen könnte. It's decided, you will be my opponent in our first Pokémon Battle. Let's see what you can do, my Pokémon. Kampf Nummer 2. Diesmal gegen Sharon. So, und Sharon hat welches Pokémon gerandomized bekommen? Fukano. Fukano ist vom Typ Feuer. Das heißt, wir können Boden, Gestein und Wasser einsetzen. Ja. Das tut jetzt weh, weil ich glaube, ich habe nur Flug und ich habe nur Flug und ja, Flug und Psycho. Das ist bei macht beides normalen Schaden. Deswegen werde ich, glaube ich, erstmal auf Hypnose gehen und versuchen, ihn zum Einschlafen zu bringen. Er wehrt die Attacke ab, das tut weh. Setzt Biss ein. Das ist sehr effektiv. Aua. Okay, ich lasse es. Ich gucke erstmal, wie viel Schaden jetzt hier Flug macht. Also die Flugattacke. Aber er greift immer zuerst ein. Endlich bin ich ein Trainer, aber jetzt geht's richtig los. Ich muss. Was war nochmal Wunderauge? Ich versuch's nochmal zu riskieren. Kann ich flüchten? Ja, war ja klar. Ich habe leider auch nur dieses eine Pokémon. Okay, wir gucken uns noch mal die Attacken an. Ja,
So, erlaubt es Unlicht-Pokémon mit Psychattacken anzunehmen. Ja. Aber was soll mir das jetzt bringen? Halt nur Genauigkeit 60. Kann ich jetzt das irgendwie noch schaffen? Ich habe halt absolut nichts, ne? Nee. Was soll ich da machen? Das wird dann wohl meine erste Niederlage. Ich habe halt einfach den Typ Nachteil. Kannst du nochmal einmal Windstoß versuchen? Hätte ich von Anfang an auf Wind, wäre ich von... Na! Komm, wär's ab irgendwie. Nein, schade. Ja, aber hätte ich von Anfang an auf Windstoß gegangen, hätte ich diesen Kampf nicht verloren. Das tut jetzt ein bisschen weh, aber gut. Was für ein Gefühl. Nun bin ich endlich ein Pokémon-Trainer, aber jetzt muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Warum denn bei meiner Mutter? Das ist mein Zimmer. Ich auch. Klar. Mach ich auch immer. Ich schmeiß alles um hier, Papierkorb liegt auf dem Boden, Pflanze zerstört, Teppich umgeknickt. Dreck in meinem Bett. Es gibt eine Wii-Konsole. Sie ist im natürlich. Auch das ist ja so geil, ne? Alles hier umgeschmissen. Aber die Wii-Konsole. Die Wii-Konsole hat überlebt. Great. Ist das geil. Entschuldigung für den Tumult von eben. Ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Ich bin ja schließlich die Putzfrau. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professorin Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professorin Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Klar. Marius, Pokémon-Köpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärm der Pokémon war bis hier unten zu hören. Willst du mir jetzt sagen, dass es meine Schuld ist? Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ganz toll. Ehe ich es vergesse, nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. Klar. Sie kann natürlich auch heilen. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Wieso-Caster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Marius erhält Wieso-Caster. Marius verstaut das Item Wieso-Caster in der Basis-Items-Tasche. Du gehst dich auch bei Professorin Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lass dich mal nicht aufhalten. Ja, Moment. Gibt's hier noch irgendwas zu gucken? Winner Konishiwa? Guten Tag alle zusammen. In unserem heutigen Japanisch-Kurs bringe ich euch einen Ausruf bei, mit dem ihr eure Siegessicherheit in einem Kampfausdruck verleiht. Ich werde gewinnen. Katsuzo! Katsuzo! Das mache ich jetzt vor jedem Kampf. Wichtig ist es, der Aussage mit dem Zo am Ende die nötige Aggressivität zu verleihen. Zeigt den anderen,
wo der Hammer hängt. Katsuza! Besonders überzeugend kommt er rüber, wenn ihr dabei noch so richtig die Zähne fletscht. Katsuza! Boah, das ist geil. Das mache ich jetzt jedes Mal. Vielleicht schüchtert ihr euren Gegner damit ja sogar so sehr ein, dass er schreiend davonläuft. So, das wär's dann wieder für heute. Ja, nee, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay. Das mache ich jetzt bei jedem Kampf. Aber nicht beim Kampf gegen wilde Pokémon, sondern beim Kampf gegen Trainer. So, da ist Sharon. Könntest du kurz zu Belle nach Hause gehen? Sie hat es sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Belle bringt echt nichts aus der Ruhe. Jetzt darf ich noch den Laufburschen spielen hier. Ist das ihr Haus? Sieht gut aus. Nein, nein, nochmals nein! Ah, aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Erstmal eine Ansage an den Vater raushauen und dann einfach verpissen, ne? Klar. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Klar. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Willst du mich verarschen? Ich bin gerade gekommen, um dich abzuholen. Du musst mit mir laufen. Verdammte Scheiße. Gibt's ja gar nicht. So eine Frechheit. Wie hieß es noch am Anfang? Wir drei sind unzertrennlich. Erstmal verwüsten die mein Zimmer, räumen es nicht mal auf, entschuldigen sich nicht mal bei mir, sondern bei meiner Mutter. Dann geht der eine zum Labor und die andere zu sich nach Hause. Dann gehe ich zu dem, der schickt mich nach da hinten und die verpisst sich auch einfach und lässt mich auch wieder alleine. So viel zu Freunden. So ein Dreck, ey. Was vorhin bei mir zu Hause passiert ist, bleibt unser Geheimnis, okay? Nee. Ich werde erstmal einen fetten Tweet gleich machen. Jetzt aber los. Auf zu Professor Esche. Professorin Esche, sorry. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professorin Esche, wir kennen sie doch schon. Halt die Schnauze, das steht so im Skript. Wie auch immer. An einem denkwürdigen Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit dieser Tag. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich bin Professorin Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Das ist eine Zusatzregel, die man machen kann bei der Nuzlocke Challenge. Jedem Pokémon einen Spitznamen geben. So. Ja, wie nennen wir es denn? Sie hat Lara im Namen. Irgendwas möchte ich mit Lara anfangen, weil sie halt, weil es Symbolara ist. Es würde sich gut anpassen.
Ja, komm, wir nimm's einfach nur Lara. Jo. Verstehe, verstehe. Bist du mit Lara als Spitznamen zufrieden? In der Tat, Lara soll es heißen. Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Kann es sein, dass Sie jeden Namen schön finden? Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären, auch weil es wieder geskriptet ist. Wie auch immer, nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einer-Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. Marius, Sharon und Bill, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Aber hallo. Ja. Ich meine natürlich, jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Boah, immer wenn das abgekürzt ist, sage ich immer Professor, aber es ist eine Professorin. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch drei. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Marius erhält den Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Wenn Professorin Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ja, und an dieser Stelle endet der erste Part. Demnächst machen wir uns dann auf zur Route 1 zur Professorin